Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Chris und ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal Modbox ein LKW vor, und zwar ein MAN. So, wie ihr seht, ist nicht der typische MAN, wie ihr ihn aus dem Spiel kennt, sondern ist andere, also keine Agrarzugmaschine, sondern eine normale Zugmaschine, also der TGX 18500. Im Shop finden wir natürlich unter dem Punkt LKWs und ganz hinten für 110.000 Euro in der Grundausstattung könnt ihr euch dieses schöne Schnuckstück gönnen. Da hat er bei 400 PS 9 Liter Tankvolumen, 60 Liter für AdBlue, 90 km/h Spitze, wiegt 12,1 Tonnen. So, jetzt ist aber, kann man so einiges an diesem Fahrzeug konfigurieren. Einmal die Kotflügel hinten, sprich geschlossen oder offen, je nachdem, was euch lieber beliebt. Spoiler gibt es einmal nein, dann halt nur die Verkleidung oder Verkleidung und Spoiler. Ne? Da habt ihr um den Spoiler drauf plus die Verkleidung. Dann gibt es die verkleinerte Design. Upsala. Und ja, was immer Design bedeutet, kann ich auch nicht sagen. Spiegel gibt es in Plastikgrau, in Plastikschwarz, Metallfarbig. Das sind so die Farben, die ihr euch für den Spiegel quasi aussuchen könnt. Scheinwerferschutz gibt es Typ 1, also Standard, so wie hier, ohne Schutz. Und dann gibt es den halt mit Schutz. Also sprich, wenn ihr eine Forstausstattung machen möchtet, ist natürlich sinnvoller, die Scheibe vorne zu schützen. So, Leuchtturm bedeutet einmal die Blitzer hier oben, dann die Rundumleuchten, ja die außerhalb der keine Blitzer oder Rundumleuchten. So, Motorausführung startet bei 400 PS, dann kann man den auf 600, die beiden Variationen habt ihr, sprich den TGX 1850 Turbo mit 600 PS oder den TG 18500 mit 400 PS. So, kommen wir zu den Farben. Die Hauptfarbe ist in den standardtypischen Farben konfigurierbar. Nur, dass jetzt hier die Chance habe, quasi den unteren Teil von der Fahrerkabine andersfarbig zu lackieren. Ich mache es mal extra extrem, damit man das einmal sieht. Und dann noch die Felgenfarbe. Na, dann seht ihr, da könnt ihr euch farbtechnisch natürlich ein bisschen ausspielen, so wie es euch beliebt. Und das Nummernschild könnt ihr natürlich mit konfigurieren. Ja. In-game muss ich sagen, von der Textur her bin ich sehr zufrieden. Es ist alles gut sichtbar und lesbar. Gut, die Lampen sind ein bisschen verschwommen vielleicht, ja. MAN-Zeichen ist gut lesbar. Auch die Logos hier auf den Seiten ist soweit. Wenn wir einsteigen, innen drin, seht ihr, ich vergesse meinen Motor zu machen. Ja, moin. Lenkrad ist animiert. Auch Innenbeleuchtung ist gegeben. Wenn wir jetzt fahren, ihr seht, auch die Tachoanzeigen sind animiert. Das passt soweit. Ne? Und hier innen drin muss ich sagen, meckern. Ne? Beleuchtung, das passt soweit alles. So, von außen, wir hören meinen Sound an, ich mache Musik aus. Würde ich behaupten, ist der ganz normale LS22 Standard Sound vom MAN, passt ja auch, warum auch nicht. Ja, vom Fahrkomfort muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ihr seht, er fährt vernünftig los. Hat nicht diese Ruckler drin. Ich meine, klar, wenn man natürlich auf Schalt, also selber schaltet und fängt im ersten Gang an, klar, dann müsst ihr euch natürlich hochkurbeln, ein bisschen mal von der Stelle kommen. Ich glaube, er hat eher hier so die Funktion, wie es früher mal war, wo man ihn direkt losfahren kann. Ne? Stopp mal ihn wieder. Aber das klappt wirklich gut, muss ich sagen. Nein, also mir persönlich gefällt der Mod recht gut. Der läuft auch fehlerfrei hier auf dem Einzelspieler-Spielstand. Ja, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Außer, dass wenn es euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr den findet. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von Modbox. Ciao.